Das F1X, ist das wirklich eine Evolution zum normalen F1? Ist es dein Geld wirklich wert? Und ist das ein Messer, das vielleicht auch für dich interessant ist? Und wenn du dich auch für das Reini Rossmann Messer, den Prototyp, interessierst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. F1X, ich habe es nun endlich in den Händen und möchte es vergleichen mit dem normalen F1 und ich möchte auch über den Reini Rossmann Messer Prototyp sprechen. Ich habe es bestellt beim Großhändler, ich bin ja Fellnivenhändler und habe es nun endlich bekommen. Und als ich war richtig aufgeregt, muss ich gleich dazu sagen, und habe es bekommen, habe aufgemacht, habe es in die Hand genommen und ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ja im F1 das absolute Top-Messer sehe, meines zumindest. Ich weiß, dass viele andere Leute das anders sehen, aber für mich ist das ein ideales Überlebensmesser, ein Messer, das ich immer draußen dabei haben kann, weil es leicht, kompakt, schnitthältig und einfach ein Traum ist. Und weil ich halt schon so hohe Erwartungen hatte, haben wir gedacht, das F1X, die Evolution, das muss total genial sein. Und dann habe ich es in die Hand genommen und gedacht, okay. Und das Problem dabei ist für mich, das ist nur meine persönliche Meinung, wenn du das anders siehst, ist das okay. Und ich möchte auch all jene, die das F1X total genial finden, da jetzt nicht auf den Schlips treten, aber das ist einfach viel schwerer. Schau das mal an. Ich meine, die Unterschiede, die werden dir gleich einmal auffallen. Und zwar, das ist ein wirkliches Full-Tang-Messer. Das hier, das wird ja irgendwo kleiner und schmäler, das ist ja, aber das hier ist wirklich ein Stück Stahl komplett durch. Und das merkt man einfach, nämlich im Gewicht. Dann hat es hier dieses Parierelement. Das ist sicherlich gut und ich mag solche Parierelemente, wenn man irgendwas bohren muss, damit man nicht abrutscht. Das finde ich super. Aber es wird dadurch einfach viel schwerer und es ist einfach deutlich dicker. Wirklich deutlich dicker. Und daher habe ich mir gedacht, okay, finde ich eigenartig. Dann, wenn du es dir anschaust, ich habe es jetzt ungefähr auf denselben Bereich gesetzt, das ist etwas kürzer als das normale F1. Ja? Es ist einfach anders gebaut, es ist nicht gleich, es ist einfach ein bisschen anders und der Griff ist länger. Und für mich ist das, wie man sagt in Österreich, ein kleiner Blader. Nichts gegen übergewichtige Menschen, würde ich niemals sagen, bin ja selber einer. Und ich sage auch nichts gegen Menschen, die halt ein bisschen kleiner sind. Aber das sind halt kleine Blade. Und das ist auch ein kleiner Blader. Und da ist halt jetzt die Frage, warum habe ich mehr Gewicht? War meine erste Frage, habe ich mehr Gewicht für weniger Klingenlänge? Was bringt mir das? Ich meine, es hat natürlich Vorteile, möchte ich gleich dazukommen, aber das war gleich einmal so der Punkt. Und das nächste ist das, wie du siehst, es ist ein bisschen kälter. Ich habe hier ein bisschen Schnee noch und es hat Minusgrade und ich habe das Teil ist herumgelegen und es hatte heute, ich habe es ganz frisch heute in der Früh bekommen, es hatte minus 6 Grad und als ich es ausgepackt habe und in die Hand genommen habe, habe ich mir gedacht, ist so kalt. Und das liegt natürlich an diesen zwei Stahlteilen, die da rausschauen. Und dann, dieses Griffmaterial hier, das ist total, das ist ein Reibeisen. Da könntest du Knoblauch oder du könntest einen Apfel damit reiben. So stark ist das, das ist unangenehm in der Hand. Für mich zumindest, weil ich halt Diva-Hände habe. Wenn ich da jetzt schon die Freude an dem Messer vertan habe, tut es mir leid, aber es ist meine Meinung. Was sie gut gemacht haben, ist der Griffaufbau. Und zwar, wenn hier ist oben und da nach unten wird der Griff schmäler. Das bedeutet, du hast oben am Rücken, hast du ganz einfach mehr in der Hand und nach unten hin verjüngt es sich, das ist super. Aber was halt für mich, für meine Normalhände sozusagen, der Griff ist mir einfach zu lang. Für mich, für diese Art von Messer, nur für mich. So. Ich habe das in der Hand und dann steht das da so weit raus. Wozu soll ich das tun? Aber es ist halt so. Es ist einfach so. Also ich war enttäuscht. Und das nächste ist, wenn du dir die Klingengeometrie, wie man das halt so sagt, ich will gar nicht auf den Stahl eingehen, das ist irrelevant, für mich zumindest. Schau mal, das ist ein kleines A1, das ist ein kleines S1, das ist kein F1 mehr, weil das F1, das ist so aufgebaut. Schau mal, vom Klingenrücken bis runter ein Balliger und da hier habe ich noch einmal diesen Steg dabei und dann läuft es erst ballig zu. Und das hat natürlich seinen Vor- und seinen Nachteil. Aber das ist kein F1, für mich zumindest, auch wenn die das so nennen von Fellniven. Das ist für mich kein F1, sondern das ist ein klein geratenes
kleines, blades A1. Und wie gesagt, nichts gegen Blade, ich bin selber einer. Also, wir werden es dann nachher auch testen. Ich werde den ganzen alles durchmachen. Wir werden alles testen. Und jetzt mag ich zu dem Messer hier kommen. Das ist der Prototyp, einer der vielen Prototypen für das Reini Rossmann Messer, der so nicht kommen wird. 1000%, so wird dieses Messer nicht kommen. Und zwar aus dem Grund. Schaut euch das an. Das ist der Bushcraft Biber. Ja? Spiegelpoliert hier in dieser Ausführung. Und meiner Meinung nach auch ein klasses Messer. Ja? Auch ein klasses Messer. Hat hier dann noch die Möglichkeit zum Feuerbohren. Es wird aber so nicht kommen, weil es auch blatt ist. Schaut euch das an. Wenn ich das jetzt vergleiche, die zwei miteinander, dann ist zumindest der Bushcraft Biber etwas länger. Aber der ist gleich dick wie das F1X. Die sind gleich dick, die haben dieselbe Klingendicke. Und sakra Haxen noch einmal, ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, aber es ist eine Schas-Idee einfach für mich. Weil das einfach zu schwer ist. Der Nutzen, den ich daraus habe, der ist nicht da, weil beim Hacken wird es dadurch auch nicht besser. Ja, beim Spalten habe ich halt hinten, wenn ich jetzt batoniere, weil ich einfach mehr Keilwirkung habe. Aber, Alter, wovon reden wir da? Daher, dieses Messer, dieser Bushcraft Biber, wird so in dieser Form definitiv nicht kommen. Ein Handschmeichler, schaut extrem schön aus, vielleicht auch für einen Sammler interessant, aber wird so nicht kommen. Also an alle, die das Reini Rossmann Messer schon die ganze Zeit anfragen, ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. So. Jetzt weiß ich, ich habe die ganze Zeit geplaudert und ich bin halt eine Plaudertasche. Das ist einfach so. Ich möchte noch, bevor ich jetzt ins Testen anfange, auch noch die Scheide vom F1X zeigen. Und zwar, das Ganze ist so aufgebaut. Auch, es schaut so ähnlich aus wie bei der Pro-Serie. Du kannst das Ganze hier einfädeln. Du siehst, da ist dieses Parierelement. Und dann musst du da nach oben klicken. Und dann fällt das Messer nicht mehr raus. Dann kann man es auch so tragen oder über den Hals tragen und es fällt nicht mehr raus. Das bedeutet, wenn du es am Gürtel hast, und ich hatte es schon am Gürtel, das so mit einem Daumen aufmachen, ich krieg's nicht zusammen. Das heißt, du musst vorher, da ist da so ein kleines Bandal drauf, du musst da anziehen, damit du dann das Messer so nach vorn drücken kannst und rausziehen kannst. Also nicht einfach rausziehen, sondern das musst du auch wirklich... So, wenn ich dann einfädeln will, dann ist da dieses depperte... Ich hab's gesagt, ich hab das Wort deppert gesagt, aber dann ist dieses Bundle da und ich hätte das lieber umgekehrt. Also ich weiß, ich bin halt eine Sudertante, aber es ist so. Ich hätte das lieber umgekehrt und zwar so, damit ich mit einem Klick es aufmachen kann und dann kann ich es ziehen, dann kann ich es wieder reinstecken und ziehe es dann nach oben und dann ist es fixiert und nicht umgekehrt. Weil so ist es jetzt offen, dann musst du dann nach unten drücken und... Genau, dann hast du das Messer in der Hand und wenn du dann da wieder rein willst, dann sind da diese komischen Bandeln, ja, die du dann nachher da mit reinziehst. So, ja, und ich mache das nicht absichtlich, sondern bei mir ist das halt so. So, das heißt, ich muss das anders halten, muss das dann dazu führen und dann muss ich es runterklappen. Und Leute, ich weiß, alle Fenivenhändler werden mich hassen und alle werden jetzt sagen, Reini, du bist so böse und so weiter. Nein, nein. Das Fenivenhändler F1 ist ein geniales Superteil. Ein geniales Superteil und das ist ein absolutes Top-Messer. Aber das hier kann man haben, wenn man es unbedingt haben will. Aber es ist für mich nicht mehr vergleichbar mit dem hier. Einfach von allem drumherum. Man kann. Dann hätten sie es nicht F1X genannt, sondern FX. Ja, das neue FX. Na, wie auch immer. So schaut es aus. Jetzt habe ich genug gemeckert, denn ich bin mir sicher, ich teste es jetzt das erste Mal, ich bin mir sicher, dass es seinen Mann oder sein Messer stehen wird. Aber das war jetzt mal die traurige Seite von dem Video. Ja, dann machen wir gleich einmal fürs Erste den Spalttest. Und zwar, ich setze jetzt das F1X an. Super. War mal... problemlos. Hab dann gemerkt, dass es dann schön aufgeht. Jetzt nehme ich einen längeren und mache das mit dem normalen F1. Ich merke keinen Unterschied, das tut mir leid. Ja. Vielleicht das F1X ein bisschen besser, ein bisschen. Aber nur ums Ötzerl, wie man in Österreich sagt.
aber jetzt nicht die Welt. Aber natürlich, man merkt es schon ein bisschen. Es macht halt dann, wenn es dann breiter wird, wenn dann der Keil anfängt zu wirken, merkt man halt, dass es besser durchs Holz geht. Dann machen wir gleich einmal, jetzt den Schnee hier weg einmal. Dann machen wir gleich einmal ein paar Locken. Geht sehr gut, ich meine, balliger Anschliff, alles super, alles gut. Ich merke halt, kalte Hände und so, ich weiß schon, die Schweden haben sicher mehr Kälteerfahrung als ich um Längen, und da will ich mich gar nicht mit denen messen. Und die werden sich sagen, pfeif drauf, da hat man eh Handschuhe bei minus 3 Grad, was es jetzt aktuell hat. Wer arbeitet da so? Weil das tut wirklich weh in der Hand, das tut wirklich weh. Also das merkt man richtig, diese abgesetzten Klingenstahl, und auf der anderen Seite dieses raue Dingsbums, das merkt man wirklich. Ja? Aber die werden sagen, das macht man mit Handschuhen und das ist egal. Und da ist dann auch tatsächlich egal, aber ja, so ist die Welt. So. So, gut, passt, ist in Ordnung. Da muss ich mal so machen. Jetzt nehme ich denselben. Okay, das steht da jetzt wahrscheinlich im Weg. Dann gehen wir auf die Seite. Dann nehme ich dasselbe Holz und mache es mit dem normalen F1. Also ich merke die geänderte Klingengeometrie auf jeden Fall. Und zwar, ich finde, dass das normale F1 besser durchgeht oder feinere Locken macht. Ja? Aber jetzt nicht so in einer Art und Weise, die wirklich relevant wäre, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich wichtig. Nein, überhaupt nicht. Also, ich finde, das geht mit dem gut. Und auch mit dem F1X geht das genauso. Nur tut mir halt einfach die Hand schneller weh, wenn ich keine Handschuhe anhabe. Wenn ich es mal aussuchen kann, würde ich trotzdem das normale F1, ich sehe keinen großen Unterschied dabei. Gut, dass das normale F1 mit Feuerstahlbedienung überhaupt kein Problem ist, davon darf man natürlich ausgehen, das ist ganz klar. Hier nehmen wir jetzt den letzten Feuerstahl deines Lebens, den kennst du dich sicherlich. Billige Eigenwerbung, reine immer billige Eigenwerbung, Link zu dem Produkt findest du natürlich zu mir in den Shop hier auf der Stelle. Und dann no. Aber jetzt. So. Ja, jetzt brennt es an. Alles klar. Also die Feuerstahlbedienung ist jetzt grundsätzlich kein Problem. Es geht ganz gut. So, also ich versuche es jetzt einmal im Vergleich zum normalen F1. Viel besser. Schaut euch das an. Alter! Wie man in Österreich sagt, jetzt machen wir da. Ja, geht auch, aber ich finde, dass es mit dem normalen F1 besser geht. Aber das könnte man beheben, indem man da einfach mit dem Dremel drüber geht. Aber für ein Messer, wo ich bei 260 Euro oder 230 Euro ungefähr beim Preis liege, aktuell, ich weiß ja nicht, wie sich die Preise entwickeln, gibt da unten den Link auf Amazon, schaut euch das an, da kann man das auch aktuell erwerben. Weil ich werde es ins Programm nicht aufnehmen, das sage ich gleich dazu. Erwarte ich, dass das wirklich fix, fertig, super Truppe ist. Gut, jetzt werden wir mal ins Positive gehen und werden wir einen Test machen, wo dieses Messer die Vorteile ausspielen kann. Das F1X ist ja ein Überlebensmesser und daher muss man vielleicht mal irgendwas in einer Überlebenssituation, einen frischen Haselstock abschlagen oder was auch immer. Und weil ich jetzt schon wieder bei diesem Haselstock stehe und ich immer wieder die Diskussion habe mit selbsternannten Umweltschützern und Naturschützern, ich darf das hier an der Stelle, das ist hier nicht mitten im Wald, nicht mitten in der Natur, da hinter dieser Kamera, die du jetzt, du siehst nur die Perspektive, ist ein Parkplatz. Und diese Hasel
wachsen da hinein. Und man kann die mit einer Säge absägen, was wir auch noch tun werden. Oder man kann einen Messertest machen. Und das mache ich jetzt. Und ich darf das hier. Dass man nicht einfach in den Wald geht, in einen fremden Wald und einfach irgendwas umhackt. Davon gehe ich aus, dass all meine Zuschauer das verstehen. Und ich darf das hier. Und wenn du mal wieder einen bösen Kommentar schreiben willst, dann tu's! Also, Haselstock. Oh, oh! Und das schreit nicht der Hasel, schreit jetzt, sondern ich. Das tut wirklich in den Händen weh. Also wenn du keine Handschuhe hast und mit dem hier hackst, ja, mit dieser rauen Oberfläche, dann Halleluja. Wenn du bei einem Survival-Extremtraining bei mir mitmachst und das Messer öfter brauchst, weil wir was spalten müssen oder was ablenken müssen, und du das die ganze Zeit machst, dann wird am Abend deine Hand wird Blasen haben, dass du dich angackst. Das hier ist, und es tut mir einfach leid, vielleicht ein cooles Messer und vielleicht die Möglichkeit, damit Felniven wieder im Markt etwas anbietet, damit sie was anbieten können, und ich vergönne es ihnen von Herzen. Aber praktisch? Na, wirklich nicht. So, jetzt bin ich da drinnen, gebe das auf die Seite und nehme jetzt mein gutes altes F1. Tut mir meine Hände weh. Und bei dem hier, das ist ein Handschmeichler im Vergleich zu dem anderen. Und jetzt schauen wir, wie tief das reingeht. Ja? Ja, ich merke einen Unterschied. Und zwar, es tut mir zu weh, aber es geht auch nicht so tief und massiv ins Holz rein. Das liegt einfach an der Klingengeometrie, das muss man einfach sagen. Das hier ist schwerer, ja, deutlich schwerer. Es ist breiter und es ist einfach ein anderes Messer. Nur, es gibt ja auch unterschiedliche Techniken. Du kannst ja, ich habe jetzt vorher Betoning gemacht. Auch nicht mitten im Wald, sondern in meinem Garten. Und habe draufgehaut. Wie wäre es, wenn ich dieses Messer hier aufsetze und auch draufschlage und von allen Seiten wie ein Biber in die Sache reinarbeite? Also jetzt dann da von der Seite. Dann von da. Alles mit dem Beton und von da. Und dann kann ich den Haselstock einfach umknicken und dann auch abreißen und abdrehen und fix fertig. Ich weiß. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist beim Hacken etwas besser, aber dann muss ich verdammt nochmal Handschuhe anhaben. Oder ich muss eine Hornhaut haben. Ich weiß nicht, wo man die herkriegt, so eine Hornhaut auf den Händen. Ja, wahrscheinlich vom Arbeiten, aber das ist so rau, diese Textur hier. Die ist so rau, so intensiv, die tut wirklich weh. Und so viel besser beim Hacken als das normale F1 ist es dann auch nicht. Ja, was ist nun mein Fazit von diesen F1X? Na, also meinen Segen hat es nicht. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht für dich ein Messer ist, das interessant ist. Mag sein. Und wenn es dir taugt, dann wünsche ich dir einfach viel Spaß damit. Aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung wünsche ich jedem, dem das taugt, einfach das Beste damit. Und ich meine es ernst. Aber mir kommt es weder in den Shop und mir kommt das Teil auch nicht in mein Sortiment. Nämlich in meine private Sammlung. Dieses Messer wird ausgesondert. Wenn du es kaufen willst, ich gebe dir einen guten Preis, ich gebe dir unten den Link bei mir in meinen Shop, kannst du es kaufen. Genau, dieses hier, wirklich zu einem absoluten Top-Preis. Ich will es einfach weg haben. Wenn es weg ist, ist es weg. Ansonsten gebe ich dir den Link auf Amazon, schau dir die aktuellen Preise an. Also meinen Segen hat das nicht. Wenn du ein F1 haben willst, ein wirklich gutes, performantes, geniales Messer, das einfach so gut wie alles kann, mit ein paar Nachteilen, ganz klar, dann kauf da ein normales F1 und nicht das hier. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten und schreib mir natürlich wie immer einen Kommentar, dann mag ich dich ganz einfach bitten darum. Ganz einfach. Wenn du auch einmal zu mir in die ins Bushcraft-Areal hier kommen willst, hierher, diese wunderschöne Aussicht, gebe ich da auch unten den Link auf unseren Waldurlaub. Schau einfach da vorbei. Da darfst du dann auch an speziellen Stellen, wo
auch Forstarbeiter das ohnehin machen würden, Haselstecken umhacken oder sonst irgendwas, damit du deinen Unterstand bauen kannst. All diese Dinge sind dort übrigens erlaubt, halt nach unseren Regeln, die da unsere Förster vorgeben. Dieses Messer ist leider ein Flop, gib da trotzdem unten den Link, schaust dir ganz einfach an. Danke, dass du dabei warst, dein René Rossmann, und bis bald.